Hallo liebe Leute, heute spielen wir wieder Day 7 mit dem Robson hier und mit mir auf einem anderen Server mal wieder. Wie hießen der gleich nochmal? Deutsche Wölfe hier, Barrington irgendwo so. Genau, Deutsche Wölfe, Barrington, New Horizon. Irgend sowas, ja. Wir blenden das eh ein. Richtig. So, ich hab mich mal klamottentechnisch dir angepasst. Also wir sind gerade frisch gespawnt, haben es gerade gefunden. Ja, besser wäre es, wenn nicht, ja, okay. Ich habe hier so ein Brecheisen halt erstmal am Start. Die Haare sind mir auch ausgefallen. Ist das normal, dass ich bei Brecheisen immer kotzen muss? Ja, richtig. Also wenn man ein Brecheisen isst, muss man sich nur übergeben, Leute. Also richtig. Lasst das bitte. Richtig. Es ist wie bei Brechbohnen. Ja. Und dann gibt es ja auch junge Brechbohnen und da müssen halt die Frauen nicht von kotzen. Kannst du dich mal jetzt bitte ein bisschen zusammenreißen? Ich wollte doch nur die Konversation fortführen. Können wir mal eine andere Ortschaft suchen, bitte? Ich brauche ein bisschen Loot, zum Beispiel eine Waffe. Hier sind Gummistiefel. Ein LMG, was will ich mit Gummistiefeln, Rob? Oh, willst du durchs Moor waten, oder wie das heißt? Ja, da? Ich habe auch welche an. In der deutschen Sprache nicht mächtig, teilweise. Okay, hier links, der Sturm gewütet. Über den Tag verteilt rede ich ja 90% der Zeit nur Müll. Ja. 88%, 87%. Ah, 87. Wollen wir nicht so hart zu uns selber sein. Okay. Hier gibt es ein Casino. Leute, was ist das? Wir machen keine Casino-Streams, die stehen in der Kritik. Machen wir nicht. Richtig, richtig. Und darum machen wir das im Let's Play. Ja, wahrscheinlich. Schwachsinn, ey. Da oben, guck mal, da oben ist eine kleine Ortschaft. Die Map heißt Barrington. Barrington. Nicht zu verwechseln mit dem Barathon. Oh, hier ist eine Ortschaft. Hier ist. Ist das Barrington? Badger. Yeah. Hier gibt's neue Häuser. Die können wir looten. Wir sind nämlich die. Ein Paar zum Looten. Die Paar looten. Okay. Ha, die Ludolfs. Oh, nee, hör mal bitte auf. Mein Ranzen macht komische Geräusche. Ich hab Dosenfutter, kann ich das essen? Ah, ich habe noch eine Patschka hier, so eine Pastete. Die haut voll rein. Geflügelpastete mit ganzen Früchten ist das. Oh, nice. Oh, ich muss ganz arg pollern. In-game und. Und out-game auch? In real life, ja, mich zerreißt gleich. Warum gehe ich denn eigentlich nicht, bevor wir aufnehmen? Das frage ich mich auch immer. Ich mach's aber auch nie. Ne, wir schreiben, wir haben ja die total geile WhatsApp-Kommunikation. Der Big schickt ein Fragezeichen, ich schicke ein Ausrufezeichen zurück. Und dann sind wir im Teamspeak und spielen DC. Nee, das ging ganz anders. Du hast geschrieben. Ich hab dir geschrieben. Weil wir beide Urlaub haben noch diese Woche. Hab ich geschrieben, was machst du? Und der hat geschrieben, God of War. Und da hab ich geschrieben, hat er gefragt, was machst du? Hab ich geschrieben, DC, ich suche einen Server. Okay. Habe ich DC gestartet, da kam der Rob online und jetzt sind wir hier. So kommt das immer zustande. Richtig. Bei uns. Also falls dich auch als Laura, ganz liebe Grüße an dich, siehst du, es ist absolut spontan wieder. Spanton, das ist hier Spanton. Spanton? Also Stürze, Türstürze. Oh, Alter. Was? Mit Spannbeton? Oh Gott, halt einmal. Ey, hat er mich verprügelt hier. Ich brauche mal eine Waffe. Hast du das aufgenommen gerade? Was? Nö, ich guck da mal weg, wenn du Probleme hast. Nee, war keine Polizeigewalt, ich entziehe mich dieser. Okay. Mir fällt war nichts ein dazu. Ganz friedlich. Nee, du, bei dem Thema bin ich raus, weil manchmal bin ich froh, dass es die Cops gibt. Wenn die so Leute wie dich vermöbeln, zum Beispiel. Nee, die Tür. Und. Ja. Der Sperrmüll wurde hier noch nicht geholt, ne? In dem Dorf. Oh Gott. Ja. Der hat das gehört, was ich gesagt habe. Ich habe noch ein Patschka gefunden. Also verhungern tun wir nicht. Das ist gut. Ich habe hier wieder einen. Na? Jungen Mann in Blau. Oh, du kannst mir wieder nicht looten, der Staubsauger ist wieder da. Der junge Mann in Blau verfolgt mich. Der hat so eine Camouflagejacke an. Wahrscheinlich ist das hier das Baumbereich. Da
wird es keine Waffen geben. Meinem Leid. Oh, eine Oma und ein Kopf. Oh Gott. Oh Gott, warum? Polizeigewalt. Ach. Helfen wir mal bitte, ich werde gleich bewusstlos. Ich habe einen Cut. Die zerficken mich. Oh, ich bin bei mir ist Black Screen ganzes Wochenende. Oh shit, ich bin auch bewusstlos. Wo hast denn du die hergelockt jetzt? Polizei, die waren, kam gerade von einer Demo. Echt? Ja, da haben sie mich geholt, weil ich so komisch aussah. Aber die waren ja nicht alleine. Oh, ich sehe wieder was. Ich sehe ein Licht. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Soll ich auf das Licht zugehen? Yeah. Habt ihr beim Big schon sonst auf The Forest geguckt? Ich ganz schon, ehrlich? Ja. Ich hab mitgespielt. Du hast sogar mitgespielt, ne? Der schlägt auf mich ein, während ich wieder zu mir komme. Ich glaube, da habe ich auch 2 Folgen mitgespielt, ne? Kletter doch! Oh Gott, du kletterst nicht! Was ist denn mit dir? Oh, Alter, ich kann mich nicht verbinden. Okay. Doch, kann ich. Okay, oh, ist meine das, Brechstange. Ist das... Kannst du die alte vertrümmen? Mit natürlich der, vertrimm ich die jetzt ordentlich. Die habe ich ganz böse auf dem Kicker. So. Okay, ich habe sie mal vertrimmt, aber da ist noch einer. Danke, ich muss erst mal... Das ist mir egal, der muss jetzt bleib warten. Bleib erst mal. Der muss jetzt warten. Ja. Guck, ich guck den jetzt an und gönn mir eine Portion Salzstangen. Ein Gönntier. So. Jetzt zieh ich ihn mit meiner rostigen Brechstange über den Schädel. Immer rein in die Wampe. So. Hast du eine Nahkampfwaffe für mich? Eine Rohrzange liegt hier hinten in dem kleinen Schuppen. Nee, ist ja besser als ja nicht, oder? Ne? Und ich habe schon mal Handschuhe gefunden, ist gut. Cloves? Cloves habe ich gefunden. Wo ist denn die? Wo ist der Schuppen? Oh, ne, hier, dem war die, oder? Rifle safe. Ich bin so rum zu dir gerannt. Warte, war das in dem Schuppen hier? Ein Draht? Hä, ich hab doch hier, im Video sieht man's. Naja, ist schon klar, das kennen wir ja schon von dir. Aber ich hab durch die Prügelei vollkommen die Orientierung verloren, wo ich gekommen bin. Ja, ja. Ich nehm dir das schon gar nicht mehr übel. Du bist halt so ein Egoistenvieh. Ja, Alter. Nein, im Video sieht man's wirklich. Ja, ja, das ist alles... Auf jeden Fall auf der linken Straßenseite liegt die Rohrzange. Also hier die Ausbeute in dem Nest ist... fraglich? Nicht vorhanden. Warte mal. Hier gibt's ja nicht. Ich habe zumindest schon mal eine Arbeitshose gefunden. Die hat noch Taschen mehr. Aber so scheiß ja, Waffenschränke und so Müll. Das ist eine Säge. Codelock, ganz wichtig zum Überleben. Ist ein Codelock. Ja, ja, definitiv. Das brauchst du, vor allem am Start, wenn du neu bist. Ne, gerade gespawnt, brauchst du ganz dringend erstmal einen Codelock. Hat die Map einen Trader? Die Map hat einen Trader, ja. Ja, warum lassen die da die Codelocks hier rumliegen? Da sollen sich die Leute, wenn sie Trader-User sind, sollen sich den Dreck beim Trader holen. Richtig. Wahrscheinlich eingestellt. Ach, da vorne ist schon wieder ein korrupter Polizist auf der Straße. Gehen wir mal zu Overcrown. Overcrown? Ja, hier in diese Direction. Ich werde nicht fündig, was Waffen angeht. Nee. Cold, ach, mir ist cold. Bin mir aber sicher, ich habe hier eine Rohrzange liegen gesehen, ey. Hier ist er. Bringen Sie mir mal mit, bitte. Hm? Was ist denn das? Ja, einen Rollmeter gefunden. Da hinten ist schon wieder ein Zombie auf der Street. Rob, ich habe einen Rollmeter gefunden. Einen laufenden Meter? Aber jetzt mal ernsthaft, Alter. Ist das nicht ein bisschen drüber? Für was brauchst du ein Bandmaß hier? In einem Survival-Game, Alter. Ich kann nicht mal ein Bandmaß halten. Ja, aber für was? Bitte. Wer misst hier einen Zaun oder so einen Scheiß? Ich messe einen Meter, ja. 1,76, ja, ich aber gib's mit. Was ich auch schon entdeckt habe in Desi, gibt's ja auch Pokémon-Karten. Was? Ja, habe ich gesehen auf einem Server. Gibt's hier Äpfel?
den Server habe ich direkt verlassen, weil. Warum? Warum Pokémon-Karten? So, hier ist deine Rohrzange. Danke. Das ist schon mal ein Schlaginstrument. Danke, Anke. Komm, lass weitergehen hier. Jo, da steht noch einer auf der Straße und wartet. Ich muss ganz arg pullern. Demo, Demonstranten. Komm her, Baby. In die Fresse. Los, mit der Rohrzange. Hast du die Pfeffis knallen gehört hier? Pfeffis auf Metall. Zack. Und weg, ja, aus dem Leben gekickt, das Mistvieh, komm. Geil. Auweia. Ich hab nichts zu trinken, nichts, ne? Paula Trader, zum Glück ist er so weit weg. Da kommen wir nicht in die Verlegenheit, da hinzugehen. Hm. Medizin-Airdrop. Oh, das wäre gut, ey. Ja, das wäre gut. Ich brauche Blut. Aber 7 Kilometer, das schaffen wir wohl nicht. Heute nicht, ne. Nicht so, wie wir gerade unterwegs sind. Richtig. Bist du... Und alles so weit weg, ne? Ja, siehst du das? Zum Glück. Ja, weil du ja völlig am Kartenrand spawnst. Keine Ahnung, ich kenne ja die Map auch noch nicht. Barrington. Haben wir nie gespielt, oder? Nie gespielt. Das erste Mal jetzt. Also passt das ja gut in unser Portfolio. Ja, richtig, dass wir immer mal neue Maps zeigen, ne? Wir könnten auch immer auf unserem Server spielen, aber das ist ja nicht zielführend. Ne, ihr sollt ja auf unserem Server spielen, nicht wir. Reicht ja schon, wenn der Raptor nur Tutorials macht. Richtig. Oh, warte mal, hier ist einer. So, hallo junge Frau, ich wollte mich ganz... Oh, jetzt habe ich einen Cut. Warum will ich nur mal mit E die Türen öffnen? Oh, die ist voll eingerastet. Ich muss mich mal ganz schnell verbinden gehen. So. Meine Wunde behandeln? Wäre ganz cool. Wund- und Heilsalbe. Hast du vorhin gesagt, die Zombies können auf dem Server die Türen öffnen, weil dann stehe ich hier blöd. Bei mir hat das gemacht. Eine Trainingsgag. Oh, ist schlecht. Das ist cool. Ja, da kann ich aber auch mein Hemd anbehalten. Wenn du dich damit wohler fühlst. Aber ich mache mir jetzt einen Sack über die Fresse. Okay, ein Bohlab-Sack? Damit ich gefährlicher ausschaue. Ah, okay. Skimaske. Eine Skimaske ist ja für sie, wird ja mit SHE geschrieben. Genau, Skimaske, genau, oder? Genau. Gibt ja auch Skimag, ne? Und dann gibt es ja auch noch Hörmaske. Das ist für ihn. Und Elon Musk gibt's auch noch. Ja, das ist ein Leute, Auto. Die auf Elektronik stehen. Auf schlechte Elektronik, genau. Auf schlechte Elektronik stehen. Also hier war nicht sehr viel. Nee, also weder essen noch trinken, also. Okay, aber Kotschlösser. Hauptsache, weißt du, musst ja nichts fressen, Hauptsache du hast einen Kotschlösser. Kannst dich einsperren, verhungern und. Ja, Kotmark und Gartenteil. Gartenteil habe ich auch gerade gefunden. Ich gehe schon weiter. Ja, ich bin auf on the way. Hast du das Auto durchsucht hier? Yes. Ja, Kofferraum ist auf hier. Der war schon offen. Kann ich hier im Fluss was trinken? Da werde ich krank, ne? Todsterbenskrank, oder? Probier's. Ne, im Fluss trinken ist scheiße, das musst du abkochen. Oh, jetzt ist mein Hunger ganz unten. Hast du noch irgendwas zu essen einstecken? Warte, ich schau gleich mal. Weil es übelst droht und der meckert und will nicht mehr. Da will ich jetzt schon aufgeben. Mal nach Äpfeln gesucht. Ich habe eine Dose mit Sardinen, aber da kannst du nur die Hälfte essen oder du gibst mir es innerhalb von 5 Minuten zurück. Die Hälfte essen, weil innerhalb von 5 Minuten finden wir bestimmt nichts hier. Komm her. Hast du was zum Öffnen? Nein. Doch, warte, ist ein Schraubenschlüssel, schade. Nee, hab ich nicht. Na gut, dann Sardinen, haben wir nichts. Geht ja so nicht, okay, schade. Scheiße. Ich sterbe. Ja, liebe Leute, der Rob wird jetzt verhungern. Katzen beißen ja manchmal die Dosen auf. Habe ich schon ein paar Mal erlebt. Bei unserer Katze damals. Die hat hier diese Whiskas Blechbecher oder was das sind. Dort. Die hat es immer aufgebissen, wenn die ran wollte. Die sind aber auch energisch, ne? Ich habe also die ja nur gefüttert, wenn sie wirklich Hunger hatte. Alle 3 Wochen, weißt du? Ah. Weil sinnlos rumfressen macht dick. Mhm. Also wird nur gegessen, wenn wirklich der Hunger da ist. Richtig. Und da frisst die auch alles. Da stellt die keine Fragen.
guckt nicht blöde. Da wird halt alles gegessen. Oh, hier vorne ist eine Ortschaft. Vielleicht finde ich noch was. Vielleicht überlebe ich. Zum Baseball benötigen wir einen Fahnenmast. Das ist schön. Ah, okay. Und ein Codelock. Codelock, ja. Codelock. Vielleicht die Codelocks mitnehmen, die können wir alle beim Träter verscherbeln. Wozu? Alle verkaufen. Dann können wir uns dann eine Dose Pepsi von holen. Harmony. Oh, schauen wir mal, ob es harmonisch wird hier. Ja, sieht schon ganz harmonisch aus auf der Main Street. Ja, die sind die Reste von der Demo. Komm mal her, Pitch. Können wir die erstmal wegmachen, bevor du lootest? Ja, ja, ich hab hier die Alte. Oh, und die Junge. So, okay, die hab ich. Hast du deine auch? Können wir die erstmal wegmachen, bevor wir looten? Ja, entschuldige. Ich Alter, scheiß halt. Staubsauger, ich will gleiche Chancen für alle. Ich hasse dich. Ich brauche halt. Hier gibt's auch Äpfel auf dem Server. Okay. So. Oh, cool, die hat eine Batterie einstecken. Kriegst du die weg, den weg? Ja, ja. Gut. Hier gibt's also Äpfel auf dem Server. Darf ich jetzt? Nein. Schon wieder ein Cut. Oh, der hat nix. Wenn du Äpfel suchst, warum guckst du da in die Häuser? Ich lass mal gucken, ob ich eine Patschka finde oder Sardinen oder irgendwas. Ich hab Sardinen, aber in der Dose. Oder ein Öffner für Sardinen. Reicht ja schon ein Messer. Du hast gesagt, hier gibt's Äpfel? Ja, ich hab schon Äpfel gefunden, ja. Oh ja, eine Birne und noch eine Birne. Alles klar, auf geht's. Ja, dein Kopf zählt da nicht mit, ja. Nee, das ist die trockene Birne. Manchmal ins Klo reingucken, da ist auch noch Essen, was man nochmal kauen könnte. No. Oder auch nicht mal kauen müsste. Einfach schlucken. No? Schluck du Sau. Kommt eh so raus, wie es reingeht. Hier ist eine Police. Oh, Nahrungsmittelaufnahme hier. Yeah. Alter, hier gibt es keinen Loot in die Buden. Was ist denn das für eine Map schon wieder? Na, du musst zum Trader. Also, wenn das wieder so ein Trader-Server ist, wo du jeden Dreck kaufen musst, ne, dann... Alter, ich hasse das, ehrlich. Ja. Dann sollen sie nicht DC spielen, sondern... Ja, dann sollen sie es auch nicht Survival nennen, dann sollen sie es hier Wirtschaftssimulator. Wirtschaftssimulation, genau. Bohemia Wirtschaftssimulator. 2023. Ach du, fick dich doch. Hat er gesagt. Willst du gerade... Oh, hallo, Herr Wachtmeister. Hallo. Ich bin kein Wachtmeister mehr. Okay, die klopfen gegen die Tür. Ja, die kommen gleich rein. Finden die uns, die gehen den Geruch nach, ne? Moderat isoliert, klingt gut. Das klingt gut. Bist ja Moderator, ne? Hä? Na, du kommentierst doch Gameplay-Videos. Es klang, als wäre da drin Besuch. Ne, außer... Lock die mal weg hier draußen, ne? Kommen Sie ja mit, junge Leute. Kommen Sie mit, junge Leute. Wahrscheinlich. Folgen Sie mir unauffällig. Na, es war ein Mann und eine Frau. Also, ich muss dir irgendwas sagen. Das sind junge Leute, ja. Ja. Aua! Was muss husten? Was hast denn du gerade gemacht? Schlaganfall. Du gehustet? Mhm. Ich wäre schon mit der Axt zufrieden, aber wenn du noch nicht mal in der Police Munition findest, da weißt du ja wieder, worauf es hinausläuft. Mhm. Ich finde das scheiße, dass die das so feiern mit dem Trader.
Ah, das ist so, dann ist kein Survival-Spiel mehr. Aber ich habe Munition schon gefunden. Hier unten ist ein Mac. Die CA61, ich nehm's mal mit. Ich habe auch gerade Gewehr trinken. Gefunden. Alle Angaben sind natürlich ohne Gewehr, die ich hier mache. Ich habe ein Gewehr gefunden, ein Scope gefunden, Munition gefunden. Aber die Munition sind nicht für das Gewehr. Ich komme gleich wieder. Muss schnell auf Toilette. Okay. So, meine lieben Freunde, alles, was jetzt passiert, ist beim Big Quantum rausgeschnitten. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen weiter fortbewegen. Wir haben eine Waffe gefunden, aber keine passende Munition dazu. Also bewege ich mich erstmal Richtung Krankenhaus, um eventuell Verband, medizinische Utensilien. Hier habe ich gesehen, hier steht eine Schwester drin, die sperren wir gleich mal ein. Und die wird jetzt gegen die Tür klopfen, bis die Tür aufgeht. So, Blutentnahmeset. Gleich mal eingesackt. OP-Maske. Setzen wir uns auf. Bis nicht, ne? So, Verband, sehr gut. Eine Leuchtpistole, auch schön. Dann Tetracycline-Tabletten und Kochsalzlösung. Jawohl, ja. Und ein Schwesternkleid, okay. Hab keine Schwester, ich habe nur zwei Brüder. Also, lass mal's liegen. Zack, so. Wie gesagt, die lassen wir jetzt da drinnen stehen. Hast du noch was gefunden? Ein Schwesternkleid. Alter, wenn du mir noch mal ein Kleid anbietest, ich kill dich instant. Hier ist eine Hacke. Eine Gartenhacke, weißt schon. Eine Harke. Hallo. Ein paar Krankenpfleger. Ja, der hat ein bisschen Muni. Boah, ich back hier rum, ey. Ja, was backst du denn? Semmeln? Backe Kuchen. So, Wiedersehen. Butter und Salz. Eier und Schmalz. Oh Gott. Milch und Mehl. Ich hab ne Dose Spaghetti gefunden. Oh, Miracoli. Es ist noch Soße da. Hast du was Scharfes zum Öffnen von Dosen? Ja, meine Zunge. Nice. Hast du schon wieder alles gelootet, du Mistvieh? Ich hasse dich. Warst du in der Krankenstation? Ja. Ja, das ist Fragenkleid drin. So, warte mal. Frage kann ich mir eigentlich sparen. Ich muss mich ganz kurz verbinden. Hoffentlich stirbst du. Na, sieht aus. Sieht so aus. Ich gönn's dir. Ja, heute könnt ihr bei Rob wieder so einen Egoman-Trip beobachten. Ja, genau. Seht ihr bei mir nur auf dem Channel. Ja, wie er seine Kumpels verhungern lässt. Geht das hier nicht? Oh, ich krieg die Dose mit der Brechstange auf. Echt jetzt geil. Ernsthaft? Ja, es funktioniert. Ich hätte jetzt Salzstangen gefunden. Und die Dose fliegt um mich. Achso, jetzt nicht mehr. Die ist gerade um mich drum herum geflogen. Vielleicht Red Bull gewesen, ja. Oh, ich bin so adipös, dass ich eine eigene Umlaufbahn entwickelt habe. Und da kannst du Sachen reinwerfen und die fliegen dann um mich drum herum. Hast du 308er Munition? Nö. Nee? Okay. Ich möchte bitte nicht, ich habe das gerade nochmal rekapituliert, was du gesagt hast. Ich möchte bitte nicht, dass du Randgruppenwitze machst. Über wen habe ich denn diesmal einen Randgruppenwitze? Über adipöse Menschen. Ja, ich habe nur gesagt, dass ich so adipös bin, dass ich eine Umlaufbahn habe. Ja, aber du hast damit verallgemeinert, dass alle, ich bin gleich bewusstlos. Nein. Warte, ich helfe dir. Loote schon wieder. Geh flüchten. Die verfolgt dich, die mit der grünen Jacke. Ja, ernsthaft, die verfolgt mich. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber. Alter, ist die schnell. Ah, da ist er schon. Da ist down. Oh, Messer. Super. Ja.
Ja, Blut mal wieder. Hast du immer verbannt? Auf mich, immer auf den armen Kerl. Fahrzeuge vor dem Offline gehen, die am Trailer, bitte auch am Trailer einparken, okay. Wo sind wir denn hier, dass wir parken müssen? Alter, hier kriegen wir ganz schön auf die Mappe teilweise, oder? Hier kriegt man richtig aufs Maul, ja. Okay, wir gehen weiter, komm. Das Dorf ist gelootet. Haben alle Äpfelbäume durchsucht? Apropos Äpfelbäume, muss man was essen, ja. Hast du aber eine schöne Polizeiuniform an hier? Ja, das ist nice, oder? Oh. Aber die ist halt besser isoliert als das andere Zeugs. Und wenn ich dann die Schienmaske abnehme, kann ich sagen, tada! Ja, genau. Ich bin's. Ibims. Nee, das ist ein medizinisches Thermometer. Oh, ich hab auch eine Birne. Muss man sich das irgendwo hinstecken? Ein After. After-Aid, ja. Ja. Die macht da auch in Österreich und in der Schweiz. Ne? Also eigentlich überall, wo große Konzerte stattfinden, da stecken die sich gruppenweise die Dinger in den Hintern. Was? Ja, das nennt man After-Show-Party. Oh Gott. Hier ist eine Fire Station. Vielleicht findet man da eine Firefighter X. Bei mir ist aber schwarz-weiß, Alter. Ich glaube. Nee, dann bleib du erstmal draußen. Ich geh suchen. Ich glaube, noch ein Fight war es dann für mich. Da gehe ich mal hier rein. Okay, pass auf. Ich sperre dich hier ein, ne? Ah, oh, Leute. Okay, einen Vorschlaghammer habe ich. Damit kriege ich auf jeden Fall irgendjemanden hier umgenatzt, denke ich mal. So, dann gucke ich mal für dich, ob ich hier eine Firefighter-Axe finde. Hier lasse ich mir mal auf. Fluchtweg. Clean mal lieber. Wenn nicht mehr so viele Zombies rumstehen. Aber ich bin schon in der Station. Super, ich habe ja gedacht, du cleanst das ein bisschen, dass ich mal raus kann hier. Achso, warte, ich komme runter. Ich habe gedacht, wenn ich dir die Axt versorge, kommst du eher raus, weißt du? Ja, aber wenn keine Zombies da sind, da kann ich ja selber rumlaufen. Ja, richtig. Gut, ich geh mal vor der Station, clean mal. Gibt's hier eine Axt? Bis jetzt noch. Also ich war nur auf dem Turm oben. Auf dem Turm war keiner. Hier hinten ist ein ABC-Mann, den hau ich mal um, ne? Putz! 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 Schön auf den Kopf und da liegt er. Ein invertierter. Infizierter. Mein Char hat Schmerzen. Oh nein. Braucht man Codein-Tabletten? Ich brauch so einen Scheiße nicht. Ich fresse nicht wegen jedem Dreck Tabletten. Okay. Hast du Handschuhe? Nee. Bring ich dir mit. Hast du welche? Ich hab grad welche gefunden, ja. Also ich hatte schon welche, die habe ich im letzten Ort gefunden. Jetzt habe ich nochmal welche gefunden, bring ich dir mit. Eine Kochsalzlösung wäre nice. Habe ich eine, brauchen wir nur ein IV-Set. Hab eine gefunden, bräuchte halt nur ein IV-Set und dann kann ich dir hier... Kann das auch trinken? Ich weiß nicht, ob das geht. Das landet ja dann im Magen. Aber ich würde sagen, das zeigen wir dann in der nächsten Folge, oder? Wie du eine Kochsalzlösung trinkst? Ja. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen und sagt's ruhig weiter. Ja, sagt, erzählt's allen weiter, allen, die ihr kennt. Dass ihr zugeschaut habt. Richtig. Schreibt's auch in die Kommentare. Ja, wie es hier weitergeht, ob wir das überleben oder nicht, seht ihr dann in der nächsten Folge, hoffe ich mal. Und falls der Rob vergewaltigt wird, zeige ich das auch in der nächsten Folge. Was? Warum? Okay, egal. Ciao, Leute. Kommt gut heim. Tschüssi.